Schmerke im Fokus. Grüezi, mein Name ist Gianfranco Salis. Heute reden wir über das Begegnen. Der Bahnhofplatz ist ein Ort der Begegnung, vom Miteinander. Alt trifft auf Jung und umgekehrt. Der Platz lädt ein zum Reden, Diskutieren, Philosophieren, zum Warten ankommen, sich freuen, zum Essen, Spielen, Verweilen, zum Geniessen und Flanieren. Mit dem Slow-Up, der Kilbi und dem traditionellen Weihnachtsmarkt finden drei grosse Anlässe vom Bahnhofplatz statt. Welche weiteren Veranstaltungen neben den genannten könntest du dir auf diesem Platz im Herzen von Schmerke auch noch vorstellen? Interessant wäre für mich zum Beispiel auch am Freitagabend ein Feierabendmarkt. Wir haben ja so viele ganz kleine, herzige Geschäfte, die jetzt hier aufgetan haben. Wir haben Bierbrauereien, wir haben eigene Winzer, wir haben eine Gelateria, wir haben so viele Sachen, wo wir am Feierabend, am Freitagabend ein bisschen zusammenhöckeln könnten, dort können wir posten und einfach ein bisschen das Dorfleben geniessen. Was macht der Platz im Herzen von Schmerke denn so besonders aus? Da wird der ein oder andere, wenn es so ein schöner Anziehungspunkt ist, alle Geschäfte reinlocken, wo wir ja auch schöne Geschäfte haben in Schmerke. Für mich ist das der Puls von Schmerikon. Dort spürt man, dass da ein Kommen, ein Gehen für Jung, für Alt, für alle ist eigentlich ein Begegnungsort und der soll so bleiben. Weil Schmerikon ist das erste, das schönste Dorf am Zürichsee. Und wenn ihr nicht wisst, wo, gerade vis-à-vis von Zürich. Die Gestalten haben den Platz bewusst entleert und nicht möbliert, um die Kreativität der Nutzung zu öffnen. Wie teilst du diesen Ansatz? Ich finde es eigentlich super, dass der Raum wirklich leer bleibt. Weil das ist für mich wie als bildende Künstlerin wie eine leere weiße Leinwand. Also es ist wirklich so, es rät Raum für alles und für vieles. Ich könnte mir vorstellen, dass Veranstaltungen drauf sind, künstlerische Inszenierungen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht so eine bunte, coole Lounge-Möblierung zwischendurch auch mal lässig wäre, wo man ein Glas schlemmen kann oder einen Kaffee trinken kann. Also, dass es da wirklich eine Diversität bringt. Und das soll ja dann die Leute auch überraschen und auch hinlocken, um den Platz zu nutzen. Ja, sehr. Und es hat mich auch sehr gefreut, dass wir der Piazza, der Schmerkner Piazza, der Rahmen gibt, wo weit gesteckt ist, wo Möglichkeiten lobt für Jung und Alt, um sich auszudrücken, das Zusammenleben fördert und auch die Wertigkeit unterstreicht, wo eine grosse Chance ist auch für Läden und Geschäfte in Schmerken. Der Dorfplatz als Begegnungsort für Gross und Klein, als Ort der Abreise und der Ankunft, als Ort der Heimat, vom sich wiedersehen. Ein Ort vom Aufeinandertreffen, zum Festfeiern und Philosophieren. Ein grosser, schöner Platz im Herzen vom Seedorf Schmerke bietet Raum für Begegnungen, für Fest aller Art und Grösse.